Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Live-Let's Play. Wir spielen Liukalele und starten gleich das Live-Abenteuer, das Hauptabenteuer. Spiel 2, ja, dann starten wir Spiel 1, würde ich mal so sagen, ne? Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit... Hey, es bedarf verschiedener Taktiken, um verschiedene Ghostwriter-Typen zu... Hey, ich kann gar nicht so schnell lesen, Mensch. Nette FPS da oben links, ne? Schiffbruchbucht. Okay, cool. Das... ist ein... Der erinnert mich irgendwie. Ich wurde gemäß Ihren Angaben vorbereitet, Kapital B. Personal gehört Ihnen. Okay. Ja, der erinnert mich irgendwie an den Typen von Ich einfach und verbesserlich. Finden Sie, dass diese neue Statue golden genug ist oder ist sie zu golden? Sie ist... Testet sie an einer Fokusgruppe. Die Angestellten brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Moment mal, was ist das? Alles klar. Das ist die Statue des Vizepräsidenten, Sir. Die habe ich nie genehmigt. Außerdem wirft sie einen ungünstigen Schatten. Auf den Sockel der Präsidentenstatue. Weg damit. Ja, natürlich. Sie sind jetzt der Boss. Sind Sie bereit, die neuesten Profit-Aufbläh-Technologie zu synergetisieren, Dr. Quack? Jawohl, Sir. Ich habe den Novellisator 64 vorbereitet. Meine bislang genialste Erfindung. Damit können wir alle verstaubten alten Bücher der Welt stehlen und so zum einzigen Player auf dem Markt werden. Okay. Eine gleichsam skrupellose und dynamische Strategie, Doktor. Sehr schön. Bereiten Sie den Apparat sofort vor. Ich will bis Mittag auf dem Golfplatz von Welt 4 stehen. Jawohl, Sir. Es war, Sir. Oh, was ist das denn für ein Riesenviech da? Klaut der echt alle Bücher? What? Was für ein Boy, ey. Und Quack, sorgen Sie dafür, dass Sie das besondere Buch sichern. Alles klar. Wenn wir gleich im Game sind, muss ich einmal gucken, ob ich überhaupt einen 60 FPS Stream und aufnehme. Ansonsten muss ich den Stream geraten, gleich nochmal neu starten, ganz schnell. Ist wahrscheinlich so eine Tutorial-Welt, oder? Ich schätze schon, oh, wir picknicken. Oh, wie cool ist das denn? Und Layli mit so einem riesen Handtuch, Yuka so ganz klein. Ma, was für ein Leben. Diese alte Schiffswrack fühlt sich... endlich wie ein Zuhause an, Layli. Das kommt von meinem farbenfrohen Anstrich, Yuka. Na, das war Zeit für eine Renovierung. Die meisten Zimmer waren unberührt, seit wir eingezogen sind. Na, wer weiß, was sich unter den Dielen verbirgt. Ja, hauptsächlich Insekten. Und zwar ziemlich leckere. Ja. Okay. Ja, und ein altes Buch, das ich als Getränkeuntersetzer verwendet habe. Wow. Ein Piratenschatz. Ist sicher viel wert. Es sieht antik aus. Ja, wirklich? Meinst du, wir sollten es verticken? Ich gebe dir 20% vom Erlös ab.
Das Buch bewegt sich, Leute. Hey, mein profitables Buch. Es wird weggesaugt. Nee, die Seiten entfliehen. Ach stimmt, wir müssen ja Seiten sammeln, ne? Stimmt. Und sie sind golden. Nee, ich glaube, das Buch ist ein wenig spezieller, als du gedacht hast. Ellie. Ja, schätze ich auch. Ja, schnell hinterher, das Buch ist sogar noch im Mehrwert als, Mehrwert jetzt fliegen. Was? Moment. So. Jo. Wir sind wieder da. Kurz in 60 FPS umgeschaltet. Umgeschaltet. Eine Kiste. Wieso ist das jetzt alles anders? Ich kann eine Zunge nutzen, okay. Ich kann mich noch nicht drehen, wie es aussieht. Wieso kann ich mich noch nicht drehen? Erlerne ich das alles erst? Echt jetzt? Okay. Ja, da kommen wir auch noch nicht hoch. Können wir uns auch schon rollen? Wir können uns noch nicht rollen. Okay. Können wir umkicken? Alles klar. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Ja, laufen wir erstmal nochmal zum Buch. Oh, jetzt laggt es, oder? Oh, shit. Jetzt laggt es ein bisschen. Oh mein Gott, es laggt ja richtig im Stream. Oh mein Gott, Moment, das ist jetzt gerade ein bisschen unlucky. Das ist jetzt gerade ein bisschen unlucky. Warum laggt es denn jetzt? Finde ich nicht okay. Gut, ich glaube, dann werde ich gleich in 60 FPS umschalten. In 30 FPS doch wieder umschalten. Und das hier ein bisschen laggt. Ich guck mir das gleich mal, eben an. So. Gut, ich hoffe, jetzt geht's besser. Ich weiß auch nicht, was das eben war. Streamen und aufnehmen, beides gleichzeitig in 60 FPS. Packt mein Rechner, wie es aussieht, nicht. So, ich guck mich hier erstmal ein bisschen um, ich weiß ja nicht. Hier sind überall Schatztruhen halt, das ist das Problem, okay. Hüpfen wir einfach mal runter hier. So, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr laggen. Okay, wir laufen einfach weiter. Ich glaube, wir können hier noch nicht viel machen, weil wir uns halt, wir können uns noch nicht drehen, etc. Gar nichts. Hi. Alles gut, Kumpels. Schön, euch zu sehen. Ja, hallo, ich bin Yuka und das ist, meine Freundin Lady. Kennen wir dich? Klar, doch, ich bin Strauser. Der ehrlichste und agilste Verkäufer. Ja, ich erinnere mich an dich. Du bist die... Kanäle? Die uns diesen zwielichten Flachbildschirm verkauft hat. Nein, das war ich nicht. Du irrst dich, mein Freund. Hey, Tauser, hast du hier zufällig ein magisches Buch vorbeifliegen sehen? Für 5 Federn habe ich das vielleicht. Sie sind gerade sehr gefragt. Das Buchgeschäft läuft blendend. Vielleicht findet ihr in diesen Schatzkisten genug, die überall herumliegen. Ich habe schon versucht, welche davon zu knacken, während Yuka schlief. Keine Chance. Ach, und um sie zu knacken, braucht ihr einen meiner persönlichen Spezialtricks. Wenn du X verwendest, kannst unser grüner Freund hier den Schwanzwedelangriff machen. Der haut richtig rein. X drücken, um anzugreifen. Alles klar. Exzellent. Geht jetzt die Schatzkiste aufbrechen und bringt mir 5 Federn. Okay, das kriegen wir natürlich easy hin. Ich bin eine Feder, eine von 200 in jeder Welt. Sammle uns alle, um neue Tricks zu lernen, zu kaufen, okay? Gut, das machen wir natürlich. Wollen das Spiel jetzt 100% durchspielen. Gehen wir erstmal hier runter. Was ist hier so? Okay. Yeah, wir können es endlich drehen. Schöne Sache. Ich freue mich, wenn wir rollen können. Darauf freue ich mich richtig. Bam. 3 Federn schon. Yeah. Muss ich überall aufpassen, dass hier überall Federn rumliegen, oder? Also, liegen hier überall Federn rum? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein Rohr? Ha. Ja, fliegen können wir auch noch nicht. Okay, das erlernen wir später alles. Wahrscheinlich erst.
So, jetzt sind wir hier. Okay, cool. Hier noch irgendwas? Hier vielleicht irgendwie ein Geheimnis oder so? Es sieht hier aus, als ob man hier lang kann, ne? Okay. Das hat sich erledigt. Gut, dann suchen wir erstmal hier alles unten ab und da nach oben. Das sieht aber schön aus, das Spiel, ne? Es bewegt sich so cool. Also man bewegt die Charaktere echt cool. Ich hab das ja... Ach ja, das hilft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Kommt zurück. Ja, jetzt noch nicht. Wir sind noch beschäftigt. Hey. Hey, Blasto. Wie geht's dir heute? Nicht besonders. Ich habe Halsschmerzen. Meine Stimme ist fast weg. Ja, das liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns alle von den Socken gehauen. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, jemand hat eine gelbe Zeitung in diese Richtung geworfen. Und ich habe sie versehentlich inhaliert. Ich wünschte, es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Hey! Vögelchen! Vielleicht hat Trouser einen Trick, der helfen könnte. Da war ein Vogel! Digga, du hast einen Vogel im Mund! Alter! Ist das nicht, hast du das nicht gemerkt? Du hast einen Vogel in dir! Kommen wir hier rein? Ja, hier kommen wir rein. Okay, ist hier irgendwas? Sieht nicht so... Oh, Schmetterlinge, stimmt! Ich bin ein lecker Schmetterlingsenergie. Sei nett und sammle mich, um deine Energieleiste zu füllen. Okay, ja stimmt, das wurde uns ja als Tipp angezeigt. Können wir schwimmen? Wir können schwimmen, oder? Ja, genau, stimmt. Können wir schon tauchen? Ja, wir können tauchen. Okay, aber wir haben... Okay, wir können nicht unendlich lang tauchen. Alles klar. Ich sehe hier jetzt aber nichts. Hier sieht das irgendwie interessant aus, aber... Ja. Hier unter ist auch nichts, okay. Da oben kommen wir auch noch nicht hoch, aber die... Das können wir zerstören, okay. Was war da drin? Bin ich hier? Ja, geil. Ich kann hier unterlangen. Nice. Bam. 7 Federn, alles klar. Wir sammeln jetzt erstmal alles, was wir hier einsammeln können. Oh cool, was ist das denn? Niaung. Man kann uns... Ah, wir können uns auch in der Luft so schleudern. Das ist cool. Das ist sehr cool. Bam. Alles kaputt machen. Weil die Schmetterlinge sind, glaube ich, nicht so wichtig, ne? Also die sind jetzt nicht so, dass wir die einsammeln müssen. Ich glaube, die bringen nichts. Die bringen halt nur unsere Energieleiste auf Vordermann. Ist hier in den Fässern? Ja, da sind nur... Okay. Da sind nur Dings drin, nur Schmetterlinge. Hier ist noch eine Kiste. Schöne Sache. Da oben kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier irgendwas? Nee. Ich glaube, dann haben wir hier jetzt erstmal alles erledigt. Aber wie weit wir damit jumpen können. Da unten waren wir auch schon, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Trouser. Hallo. Nur zu, Lisbly. Was damit? Wo ist unser Buch? Euer Buch ist in Richtung des Unternehmens hinter diesem Tor geflogen. Seit der Übernahme durch den Konzern von Ivory Towers gehen dort seltsame Dinge vor sich. Ich bin selbst dorthin unterwegs, um ein paar Tricks zu verkaufen. Erlaubt mir, das Tor zu öffnen. Okay, ich merke das jetzt erst. Der hat sein... Guckt mal, guckt euch an, wie der seine Hose anhat. Das ist ja cool. Komm, Yuka, lass uns das Buch besorgen, bevor Trouser merkt, dass wir ihm die gefundene Feder nicht gegeben haben. Bitte sucht mich wieder auf, wenn ihr Lust auf ein paar erstklassige Angebote habt. Da können wir leider nicht... Okay, wir sollten nicht zu Trouser gehen, um... Bulso? Wie hieß der nochmal? Bulso, glaube ich, ne? Okay, cool. Ich komme hier hoch. Eigentlich komme ich hier nicht... Ja, nee. Eigentlich kann ich da nicht hochrennen. Okay. Also mit dem... Um diese nächste Kluft zu überwinden, müssen wir A verwenden, um zu springen.
Ja, das ist mir klar. Erneutes Drücken von A, während wir in der Luft sind, bewirkt einen Doppelsprung. Ja. Ich will aber trotzdem hier runter gucken. Und zwar ist hier sind locker irgendwo, und da sollte ich nicht reinfallen. Okay. Und ich schätze mal, wir sollten erstmal nach da hinten, nach hier oben gehen. Mit unserem coolen Jump-Trick. Yeah. Dass das funktioniert, ist ziemlich witzig. Was haben wir hier? Das sind Gegner, okay. Hey, was sind das für blaue Dinger da vorne? Sie sehen sogar noch zwielichter aus als Trouser. Haben die sich was? Oh, verdammt. Das bezweifle ich. An unserer Stelle würde ich... an unserer Stelle, und ich bin 50% von uns, würde ich sie mit X angreifen. Im Gegensatz zu diesen Weichschützen füllt sich unsere Gesundheitsleiste nicht automatisch auf. Du hast recht, aber falls sie uns angreifen, kann ich mit B jederzeit einen in der Nähe befindlichen Schmetterling essen, um etwas Gesundheit zurückzugewinnen. Ach so. Oh, cool. Ist das cool. Okay, das ist richtig cool. Komme ich da hoch? Schade, so komme ich nicht da hoch, okay. Bam. Ja, bumm. Erstmal ein Schmetterling essen. Ich glaube, hier muss ich lang, oder? Ist das hier der Eingang? Ich glaube, das ist hier der Eingang. Okay, ich glaube, hier muss ich lang. Das heißt, ich werde gleich mal wieder lieber zurückgehen. Nicht, dass wir noch Federn verpassen. Und nicht mehr rauskommen oder so. Gehen wir mal hier lang. Ach so, das ist die Tutorial-Ebene, die uns... Oh. Das heißt, wir haben gerade das Tutorial so gesehen unterbrochen. Ja. Oh. Cool. Ich glaube, das war nicht so geplant von denen. Wollte ich gerade dreimal springen? Nee. Okay. Njaum. 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 Ha, ist das cool. Zack. Oh, okay. Hier betreten verboten, das ist Privateigentum. Hallo, wir suchen unser verschwundenes Buch. Es scheint, diesen Weg genommen zu haben. Euer Buch gehört jetzt uns und bald auch der Rest der Welt. ein seltsames Geschäftsmodell. Eröffnet ihr ein Buchmobil? Eigentlich interessieren wir uns nur für ein ganz besonderes Buch und jetzt verschwindet, bevor ich das Wachpersonal rufe. Irgendetwas stimmt hier nicht, Layli. Wir sollten uns umschauen. Ja, das sollten wir machen. So, komme ich hier irgendwo hoch? Also hier komme ich ja hoch, klar. Bin ich doch eben auch hochgekommen. Genau, okay. Komme ich da? Ich glaube, da oben komme ich nicht hoch. Ich gehe da einfach trotzdem mal rein. Ich kann sogar, Alter. Echt jetzt? Ich kann da rein einfach so? Okay. Ich hinterfrage nichts. Heavy Towers. Das ist Trouser schon wieder, was? Hey, Freunde, hier drüben. Hey, Trouser. Schön, euch wiederzusehen, Kumpels. Wie ich sehe, habt ihr die einfachen Tricks auf dem Kasten. Yuka hat sich unterwegs einem kurzen Tutorial unterzogen. Super, es ist Zeit, eure Fähigkeit anzuwenden. Ich habe ein Stück eures Buches entdeckt. Okay. Wo denn? Da ganz oben auf der Spitze von dem... Och, Mann. Okay, das kriegen wir hin. Ich schlage vor, ihr geht es sammeln und findet heraus, was los ist. Ich würde ja selbst gehen, aber ich erwarte einen wichtigen Anruf vom Boss. Von Welt 1, er ist ganz heiß auf einen meiner super Tricks. Ja, sicher doch. Jo. So, hier kommen noch locker gleich Gegner, oder? Da hoch, okay, wir sollen da lang. Dort hoch. Hier lang gehen. Hier hoch. Ist das nicht ein bisschen sehr einfach, wenn man uns den Weg zeigt? Ich habe hier aber auch gerade keine Kisten mit Federn oder so gesehen, ne?